Herzlich willkommen zu den 2 Minutes Essentials zum Thema Kosten senken bei gleichem Sensor. So finden Sie das richtige Embedded Vision System. Ein ganz herzliches Willkommen auch an Jan-Erik Schmidt, unseren heutigen Referenten. Er ist Geschäftsführer von Vision Components und wird heute eben in 2 Minuten Ihnen die wesentlichen Aspekte für den Umstieg auf ein Embedded Vision System näher bringen. Bevor ich das Wort übergebe, im Anschluss an den Vortrag haben Sie, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, noch die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Nutzen Sie also die Gelegenheit. So, genug der Worte. Bitte, Herr Schmidt. Vielen Dank, Herr Löw, für die Einführung. An alle auch nochmal ein Hallo und noch einen guten Morgen. Ich werde jetzt versuchen, in der Kürze der Zeit vielleicht die Randaspekte ein bisschen wegzulassen und auf die elementaren Dinge runterzugehen. Ich gehe mal davon aus, dass die meisten von Ihnen in den letzten Monaten und Jahren einiges zu hören bekommen haben zum Thema MIPI-Kameramodule, anschließend an Raspberry Pi oder Nvidia Jetson. Komponenten. Da denkt man eigentlich relativ schnell an günstige Sensoren, die eine MIPI-Schnittstelle haben, auch einiges aus dem Consumer-Bereich. Aber was man da nicht vergessen darf, ist natürlich auch, dass viele Leute in Applikationen sehr gerne ihre bestehenden, sagen wir mal, High-End-Industriesensoren, da sehr stark auch von Sony aus der Precius-Reihe, verwenden möchten. Das heißt, wenn man eine Applikation am Laufen hat, mit zum Beispiel einem EMX 252, möchte man den dann auch gern in der Embedded Vision Applikation einsetzen. Wir haben relativ viele Anfragen bekommen, auch relativ stark aus dem medizintechnischen Bereich, wo jemand von einer Geek-i-Kamera oder einer USB-3-Kamera, die an einen PC angeschlossen ist, das System soll jetzt einfach runtergebrochen werden, sehr kompakt gehalten werden. Man möchte aber sehr gern, dass die optische Einheit, das optische System beibehalten. Das heißt, die Kombination aus Sensor und Optik soll beibehalten werden. Das haben wir gelöst, indem man aus Sensoren, die per se keine MIPI-Schnittstelle mit sich bringen, ein MIPI-Kameramodul geschaffen haben. Was wir jetzt hier ganz gut sehen kann, man hat auf der einen Seite das Sensorplatinchen, die Sensorplatine und muss dann das Sensorsignal wandeln in ein MIPI-Signal. Das geschieht dann mit dieser Huckepack-Platine, die hinten aufgebracht wird auf die Sensorplatine. Und so kann man, wenn man das Ganze natürlich korrekt macht und geschickt macht, tatsächlich seine Sensor-Optik-Kombination beibehalten und dann dennoch den PC, sagen wir mal, in die Vergangenheit schicken. Und dann mit Embedded-Modulen, sei es jetzt mit einem Raspberry Pi, mit einem Nvidia Jetson Board oder auch mit Prozessoren von NXP, die EMX 8M-Familie zum Beispiel, direkt anbinden. Das heißt, ich generiere aus einem Sensor, der keine MIPI-Interface bietet, direkt eine MIPI-Schnittstelle, damit ich nicht nochmal 10 Konvertierungs-, was auch immer benötige, sondern ich kann meine MIPI-Kamera direkt an meine Embedded-Plattform anschließen. Natürlich muss man auf viele Sachen achten. Das ist bei uns geschehen. Wir machen sowas seit gut 25 Jahren. Die Treiber werden auch mitgeliefert. Das heißt, es ist wirklich eine Standard-MIPI-CSI-2-Schnittstelle, die man direkt anschließen kann an die jeweiligen CPU-Boards. Somit eröffnen wir die Welt der, sagen wir mal, doch High-End-Industriesensoren für jegliche Embedded Vision-Applikationen. So, jetzt haben wir die 2 Minuten gefüllt. Wenn irgendwelche Fragen sind, nicht zögern, einfach loslegen. Also ich weiß, die 2 Minuten sind relativ kurz. Wenn man mich lassen würde, kann man da natürlich noch deutlich mehr Minuten füllen. Also mit Fragen nicht zögern, jetzt losschießen. Und danach bin ich natürlich auch per E-Mail oder per Telefon auch noch weiter erreichbar. Vielen Dank. Herzlichen Dank auch von mir an Sie, Herr Schmidt, und danke an die Teilnehmer. Gibt es denn Fragen? Ich sehe keine im Chat. Dann danke ich Ihnen für die Teilnahme und wünsche Ihnen allen noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen und bis bald. Von mir auch. Danke. Tschüss.